Die Öffnungsfrüchte streuen im Gegensatz zu den Schließfrüchten ihre Samen aus, sobald sie reif sind. Daher werden sie auch als Streufrüchte bezeichnet. Bei den Öffnungsfrüchten gibt es nun auch wieder verschiedene Typen. Und zwar haben wir hier die Balgfrucht. Genauso wie die Hülse, die Schote und die Kapseln. Und auf diese Typen gehe ich weiter unten jetzt näher darauf ein. Und zwar bei der Balgfrucht haben wir hier eine Frucht, die aus einem Karpel besteht. Wie öffnet sich nun die Frucht? Also sie öffnet sich meist an der Plazenta mit einem Längsspalt. Und zwar die Plazenta, als Plazenta bezeichnet man diesen Bereich hier, also diese Naht. Man erkennt es daran, dass hier die Samen sitzen. Also hier, hier genauso wie auf dieser Seite. Ihr habt vielleicht alle schon mal eine Sternanis gesehen. Das ist jetzt nicht so schön gezeichnet. Ich wollte es nur verdeutlichen, dass die Sternanis keine Balgfrucht ist, sondern eine Sammelbalgfrucht. Aus dem Grund, weil sie nicht aus einem Karpel besteht, sondern aus vielen, vielen Karpellen. Also das hier ist ein Karpel. Genauso sieht es auch beim Apfel aus. Wenn ihr jetzt den Apfel querschneidet, also in der Mitte teilt, dann habt ihr hier drinnen auch eine Kammerung. Und zwar besteht er aus 5 einzelnen Kapellen. Wo jeweils ein Same drin sitzt. Also das ist die ein Kapell. Und der verdickte Bereich ist das Rezeptakulum bzw. das Fruchtfleisch. Also das ist ebenso eine Sammelbalgfrucht. Schauen wir weiter zur Hülse. Also die Hülse ist der Fruchttyp der Fabatie. Und diese Pflanzengruppe oder Pflanzenfamilie heißt auf Deutsch auch Hülsenfrüchtel, also steckt der Fruchttyp schon im Namen. Die Hülse besteht ebenso aus nur einem Karpel. Und sie öffnet sich an der Rückennaht und an der Plazenta. Ebenso mit einem Längsspalt. Also die Plazenta befindet sich in diesem Fall hier außen, da hier außen die Samen sitzen, wie ihr hier sehen könnt. Und die Rückennaht befindet sich hier innen. Also darunter fallen zum Beispiel die Erbse, genauso wie die Bohne und so weiter. Beim nächsten Fruchttyp handelt es sich um die Schote.
Die Schote ist typisch für die Pflanzenfamilie der Brassicaceae. Also der Kohlgewächse, zum Beispiel fallen darunter der Senf, Raps und natürlich die diversen Kohlsorten. Achtung, aufpassen, was nicht darunter fällt, ist die Vanille, weil man ja in der Handelssprache Vanilleschote sagt, aber die Vanille ist keine Schote, sondern eine Kapsel, die ich dann später erklären werde. Die Schote besteht aus zwei miteinander verwachsenen Kapellen. Und ganz typisch ist die Scheidewand, die hier dazwischen sitzt. Auf dieser Scheidewand sitzen auch die Samen. Und diese findet ihr nur bei der Schote. Der Vollständigkeit halber zeichne ich euch hier auch noch den Griffelrest ein. Und wie ihr auch sehen könnt, öffnet sich die Schote wieder zweiklappig, also an der Plazenta und an der Rückennaht mit einem Längsspalt. So, gehen wir weiter zur Kapsel. Bei der Kapsel gibt es nun verschiedene Varianten. Und zwar haben wir auf der linken Seite eine Spaltkapsel. In der Mitte befindet sich die Deckelkapsel. Und auf der rechten Seite die Porenkapsel. Also ich fange mit der Spaltkapsel an. Diesen Typ finden wir vor allem bei den Leinsamen, genauso wie bei der Nachtkerze. Ich beginne zuerst mal mit der Erklärung der Zeichnung. Also diese Stellen, die ihr hier seht, die Linien, sind die Verwachsungsstellen der Kapelle. Und wie ihr jetzt bemerkt habt, besteht die Kapsel aus mehreren miteinander verwachsenen Kapellen. Und die grauen Bereiche, die ihr hier erkennen könnt, das ist praktisch der Rücken. Und die Spaltkapsel der Nachtkerze, aber auch des Leins, öffnet sich hier. Und dazu gibt es auch einen speziellen Ausdruck. Und zwar nennt man dies Lokulizid. Die Kapsel des Leins bzw. der Nachtkerze öffnet sich also nicht also an der Verwachsungsstelle der Kapelle, sondern am Rücken, Lokulizid. Gehen wir nun zu der Deckelkapsel. Diese Form ist typisch für den Amaranth zum Beispiel. Wie ihr auch sehen könnt, öffnet sich die Kapsel nicht mit einem Längsspalt, sondern am Äquator. Sodass hier drei Bereiche entstehen. Also hier haben wir das Perikarp, also eigentlich der Deckel.
dann in der Mitte der Same und weiter unten wieder das Perikarp. So, und die letzte Form der Kapsel ist die Porenkapsel. Dies ist typisch für den Mohn. Die Kapsel öffnet sich mit den Poren. Und die Poren findet ihr hier an dieser Stelle, also hier. Beim Mohn ist es zum Beispiel so, dass die Kapsel durch den Wind hin und her schwankt und dadurch die Samen durch die Poren ausgestreut werden. Ich hoffe, ich konnte euch einen Überblick über die Öffnungsfrüchte verschaffen, und falls ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr mir diese gerne in den Kommentaren stellen. Dankeschön!